Die dritte Liga, das ist der Bewerb, wo manchmal Torhüter einfach aus der eigenen Hälfte ein Tor erzielen, und wir ranken heute die Trikots der Drittligisten aus der Saison 2022-2023. Und kurioserweise geht's gleich los mit Platz 20, mit dem Verein, der ein Tor aus der eigenen Hälfte erzielt hat, der MSV Duisburg. Beim Trikot hat man aber leider ins Klo gegriffen. Ja, aber Freunde, guckt's euch einfach selber an. Ein richtig ausgewaschenes Blau, dazu so Querstreifen, so ganz, ganz dicke, und die sehen einfach nicht gut aus. In der Mitte richtig viel Platz für den Sponsor Trinkgut. Der hat hellblau als Farbe drin, rot, schwarz, gelb. Das ist einfach irgendwo zu viel und der Sponsor sieht halt auch überhaupt nicht gut aus. Ja, und ich sehe gerade, das soll irgendwie so ein 120-Jahre-Trikot sein, und bitte, ich hoffe, dass das nicht das Sondertrikot ist, denn allein auf dem Foto, ich muss sagen, da gefällt es mir gar nicht. Und Freunde, bevor ich es vergesse, bis zum Ende dranbleiben lohnt sich, denn da gucken wir uns noch als Bonustrikot ein wirklich geiles Sondertrikot aus der dritten Liga an. Aber wir machen jetzt mal weiter mit Platz 19, und der geht kurioserweise an den SV Meppen, und genau gegen den hat der MSV Duisburg dieses kuriose Torwarttor erzielt. Aber ja, das Trikot von Meppen ist auch nicht recht viel besser. Ja gut, zugegeben, so richtig kacke ist es ja nicht, keine Frage, das tut keinem weh, aber es ist halt einfach sehr, sehr langweilig. Und jo, langweilig heißt ja nicht immer gleich schlecht, aber die anderen Trikots sind eben besser. Es hat halt hier nur den weißen Ärmelabschluss und diese weißen Leisten hier, und das war's dann eigentlich auch schon, sonst geht nicht recht viel ab auf diesem Trikot. Platz 18, Erzgebirge Aue, und ja, dieses Violett, es ist sehr, sehr schwierig. Dieses Wäthers als Sponsor ist sehr, sehr schwierig, vor allem mit diesem Rot und diesem Blau, es ist einfach sehr, sehr schwierig. Schöner Kragenabschluss hier in Weiß, und diese Elemente hier in Weiß sind in Ordnung, aber recht viel besser als das von Meppen ist auch das nicht. Sorry. Platz 17, der VfB Oldenburg. Erstmal richtig geiles Club-Logo, einfach nur so ein Auge mit zwei Punkten. VfB 1897. Ja, das muss reichen. Ähnlich minimalistisch ist man die ganze Angelegenheit dann aber auch beim Trikot angegangen. Einfach dunkelblau raufgeklatscht, noch gesagt, ja hier macht man so Perlenelemente, oder ich weiß gar nicht, was das ist. Sieht ganz in Ordnung aus, ist halt ein schönes dunkelblaues Trikot, aber mehr ist dann auch nicht drauf, außer der Sponsor hier, ja, passt auch ganz gut drauf. Mehr ist es halt dann nicht. Platz 16, SVW in Wiesbaden. Die haben sich, glaube ich, verbessert, denn die waren letztes Jahr noch weiter hinten. Ja, das Trikot dieses Jahr, das ist eine absolute Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Diese Capelli-Vierecke hier oben, ja, die stören gar nicht so. Der schwarze Balken hier in der Mitte, den finde ich eigentlich ganz gut. Mich stört es nur dann, dass der Sponsor hier einfach nicht mittig dazwischen ist oder dass der Streifen noch etwas weiter hoch geht. Verstehe ich nicht, warum man das aufgehört hat. Und hier oben am Kragen natürlich, dass hier die Außen rot sind, dann ist es schwarz und dann kommt aber der rote Balken. Das sieht irgendwie aus wie eine Krawatte, aber halt eine auf Wisch bestellt. Ja gut, dann hat man eigentlich nur noch die Ärmelabschlüsse, die so halb rot, halb schwarz sind. Hätte man sich auch vielleicht für komplett rot entscheiden können. Aber gut, für mich ist es trotzdem nicht das allergeilste Trikot. Aufpassen, auf Platz 15, da wird's ordentlich wild. Also, besser anschnallen, am besten in einem Audi, denn es geht nach Ingolstadt, zum FC Ingolstadt, genauer gesagt. Das ist ein richtig wildes Trikot. Also, richtig wild ist übertrieben, es ist halt sehr, sehr basic, aber in der Richtung dann wieder doch relativ wild. Alter Schwede, das macht gar keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Naja, egal. Das Trikot ist sehr, sehr schön in diesem Dunkelrot. Dazu dann einfach diese schwarzen Streifen, die dann einfach aufhören und ein Querstreifen drüber ist. Puma-Logo und Ingolstadt-Logo und dann noch ein schwarzer Streifen. Inklusive schwarzer Kragenabschluss, schwarzer Ärmelabschluss. Ganz ehrlich, das finde ich absolut nicht verwerflich. Das ist echt in Ordnung. Es geht bergauf mit den Trikots. Ja, das Trikot von Ingolstadt ist speziell. Aber ist es so speziell wie das Bonustrikot am Ende dieser Folge? Dranbleiben, dann erfährt ihr es. Platz 14 geht an den FSV Zwickau, und ich merke gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Das geht einen Platz weiter nach hinten und Ingolstadt macht einen Platz gut, denn das ist nicht so gut wie das von Ingolstadt. Das ist vom Prinzip her relativ ähnlich, nur deutlich schlechter ausgeführt. Klar, mit diesem helleren Rot, das sieht auch gut aus, keine Frage. Und auch dieser graue Balken, der sieht auch richtig geil aus, dass das so reinpasst. Aber es hört halt hier bei der Hälfte auf. Und beim Ingolstadt-Trikot hatte man zumindest noch diese kleinen Elemente hier. Es ist kein Kragenabschluss, es ist kein Ärmelabschluss. Nee, da habe ich mich vertan, das muss hinter Ingolstadt, also auf Platz 15 für den FSV Zwickau. Platz 13, Viktoria Köln. Schwarz-Weiß, oh mein Gott, was sage ich da schon? Schwarz-Rot wie der AC Mailand, nur halt
aus Köln. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, passt sehr, sehr gut. Natürlich, die Clubfarben auch, schwarz und rot. Und dieses Logo mit dem V drin für Viktoria Köln, das sieht auf diesem Trikot sehr, sehr gut aus. Der Sponsor ETL, finde ich, passt sehr, sehr gut drauf. Diese Punkte von Capelli, ja, kann man sich streiten, warum die hier so über die Schulter gehen, warum man da hier so einen schwarzen Rand noch drüber hat, warum die nicht einfach hier oben positionieren. Das wäre sicherlich auch möglich, haben wir ja auch bei anderen Capelli-Trikots schon gesehen. Ansonsten natürlich dieser leichte Ärmelabschluss in schwarz, alles in allem. Ein echt gutes Trikot. Platz Nummer 12 geht an Waldhof Mannheim. Und als ich das Trikot das erste Mal gesehen habe, habe ich nur gedacht, boah, Junge, letzter Platz ist fix, das ist einfach nur hässlich. Aber das war einfach ein sehr, sehr schlechtes Bild. Und das hier, das sieht echt gut aus. Das Blau ist nämlich sehr, sehr kräftig, nicht, wie ich auf dem ersten Bild gesehen habe, ausgewaschen. Hinzu kommt, dass in den blauen und schwarzen Streifen auch noch so ganz, ganz dünne Nadelstreifen ganz, ganz fein eingearbeitet sind. Der Sponsor das Trikot überhaupt nicht zerstört und so ganz klein in so einen Streifen reinpasst. Ja, ich finde das gut. Klar, auch hier hätte man wieder sagen können, diese Punkte von Capelli Sports einfach weiter hochpacken. Ärmelabschluss ganz, ganz dünn im Blau hätte man vielleicht noch ein bisschen dicker machen können und das Teil hier hätte man vielleicht noch in Schwarz einfach weglassen können. Aber das Trikot überzeugt mich von der Musterung und ja, ich finde das gut. Es geht nach Bayreuth für Platz 11 und zwar zur Spielvereinigung Bayreuth, die auch ein sehr, sehr wildes Club-Logo haben. SPVGG Bayreuth. Und das einfach in einem schwarzen Kreis. Ja, das ist ein sehr, sehr minimalistisches Club-Logo. Und das Trikot, ja, das hat ähnliche Prägungen. Es ist einfach einfärbig in der gleichen Farbe wie auch das Club-Logo oder sie haben einfach das Club-Logo transparent durchgemacht. Dazu aber diese ganz, ganz feinen hellgrauen oder hellschwarzen, keine Ahnung, Nadelstreifen am Trikot. Die Capelli-Punkte dieses Mal einfach hier oben und nicht irgendwie so drüber gelappt. Und auch der Ärmelabschluss nicht ganz in schwarz, sondern ein schwarzer Strich und darunter geht wieder dieses Orange-Gelbe weiter. Sponsor in Blau drauf. Ja, poppt auch nochmal. Ich finde das Trikot wirklich gut. Das ist echt schön. Echt super gemacht, Bayreuth. Daumen hoch, wie du, auch auf diesem Video. Hast du gemacht? Gut, dann können wir weitermachen. Platz 10, der geht an den Hallischen FC. Genau im Mittelfeld mit einem absoluten Mittelfeldtrikot. Es ist rot, Speedstreifen nach oben. Das sieht, finde ich, echt in Ordnung aus. Passt natürlich perfekt zu den Clubfarben vom Hallischen FC. Dazu Puma natürlich in weiß und auch dieser, ja, der Sponsor in weiß. Mobilbet, deine Sportwette. Das M sieht, finde ich, ganz gut aus. Auch hier das Sparkassen-Logo in weiß. Ja, vielleicht hätte man auch hier noch den Ärmelabschluss oder den Kragenabschluss in blau machen. In weiß machen können. Meine Güte. Das finde ich in Ordnung. Ja, plötzlich. Aber ja, ob der Hallische FC noch mit dem Bonustrikot am Ende etwas zu tun haben könnte? Was meint ihr? Wie isst man Pommes? Richtig, rot-weiß. Platz 9, rot-weiß essen mit einem, ja, sehr, sehr eleganten Trikot. Hier wieder mal mit einem Polokragen. Ja, sieht gut aus. Das rot-weiß essen Logo mit Stern drüber, ganz, ganz wichtig. Ärmelabschluss in rot, sieht sehr, sehr clean aus. Auch hier der Kragenabschluss in rot. Das Einzige, wo man vielleicht ja, drüber streiten kann, ist dieses V hier, wo dann auch so noch ein roter Stoff dahinter ist, ob das wirklich sein muss. Aber je länger ich mir das angucke, finde ich gar nicht so blöd. Natürlich wäre, glaube ich, noch geiler, wenn man eine Knopfleiste gemacht hätte. Auch Trikothersteller Jaco ist in roter Schrift und bei dem Sponsor ist der I-Punkt auch in dem Rot. Finde ich richtig genial, so die ganz, ganz kleinen Details. Und apropos Details, das ist ja das, was dieses Trikot so auszeichnet. Die Farbe ist eher so ein, ja, beige hätte ich jetzt gesagt. Aber da sind lauter so kleine Kreise, die nach außen hin immer größer werden, wie so ein Baum, so Wachstumsringe. Wachstumsringe, sage ich schon. Ich meine natürlich Altersringe. Und da steht drin nur der RWE. Und das finde ich einfach richtig geil, so ganz, ganz klein eingearbeitet. Für jeden Fan ein absolutes Schmankerl. Ich hoffe, ich beiß mich nicht in den Hintern, dass ich das Trikot nicht vielleicht sogar noch etwas weiter nach vorne gerankt habe. Aber gut, guck mal. Platz 8 ist der SC Freiburg. Und nein, nein, keine Sorge, der SC Freiburg ist nicht abgestiegen. Ich kann euch beruhigen, es ist die zweite Mannschaft vom SC Freiburg. Mit diesem Trikot, ja, wie schon in der Bundesliga, sieht es sehr, sehr gut aus. Schönes, knalliges Rot, das nach außen hin etwas dunkler wird. Und diese weißen Streifen dazu, die hier drei Streifen, in der Mitte etwas mehr frei, aber dafür auf den Seiten und in der Mitte so ein komischer gezackter Streifen, der bei der Hälfte aufhört und etwas ausfadet. Sagt man das so? Keine Ahnung. Hinzu kommt natürlich der schöne weiße Kragenabschluss und der weiße Ärmelabschluss. Das ist einfach Standard. Und Kazoo als Sponsor. Sieht einfach richtig clean aus. Ich mag das Trikot. Platz Nummer 7 geht an den SC Verl und jetzt ärgere ich mich, denn jetzt beiße ich mich wirklich in den Hintern. Das Trikot von Rot-Weiß Essen ist schöner als dieses Trikot. Also Rot-Weiß Essen auf Platz 7 und das hier auf Platz 9. Tut mir leid an alle Verl-Fans, aber das Trikot ist ja wirklich gut, nur halt nicht so gut wie das von Essen. Schöne Querstreifen,
Gefällt mir auch bei diesem Trikot sehr, sehr gut. Einfach in schwarz und weiß. Rot, Beckhoff als Sponsor und vor allem ein sehr, sehr schöner Kragenabschluss hier. Hier noch dieses dunkle und dann auch noch innen so eine kleine weiße Spur. Mich triggert zwar dieser kleine überlappende weiße Strich, aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Ärmelabschluss in weiß finde ich auch okay. Es ist halt sehr, sehr klassisch, aber halt jetzt doch auf Platz 9. Sorry. Platz 6, es geht in die heiße Phase, 1860 München, letztes Jahr noch mehr abgeliefert, dieses Jahr auch wieder abgeliefert, aber nicht so heftig wie letztes Jahr. Schönes weißes Trikot, natürlich das Club-Logo mit einem Meisterstern drüber, die Bayerische Versicherung als Trikotsponsor, ähnlich wie bei Nürnberger Versicherungen, das passt einfach wie die Faust aufs Auge, dass hier einfach, ja, das gleiche Symbol fast drauf ist. Grundsätzlich einfach nur ein weißes Trikot, aber mit hellblauen Querstreifen. Immer zwei, dann dickerer Abstand, dann wieder zwei und seitlich kommen von jeder Seite auch immer verschieden, immer so kleine gezackte weiße Streifen rein. Und auf dem Trikot ist auch noch ganz, ganz leicht irgendwie so ein hellgrauer Streifen drin oder so hellgraue Dreiecke, ich kann es nicht genau sagen. Es sieht gut aus, auch das Nike-Logo in hellblau und wenn man da vielleicht noch hier so einen Abschluss in blau gemacht hätte, wäre vielleicht auch zu viel, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Ob dieses Trikot mit dem Bonus-Trikot später konkurrieren kann? Naja, das wird man rausfinden. Platz Nummer 5 geht an einen Bundesligisten Borussia Dortmund und nein, auch hier wieder keine Sorge, Dortmund ist nicht abgestiegen. Dortmund ist nicht so schlecht. Dortmund ist einfach nur mit der zweiten Mannschaft hier vertreten. Was soll ich jetzt groß drum rumlabern? Das muss ich auch als Schalke-Fan zugeben. Das ist ein sehr, sehr schönes Trikot meiner Meinung nach. Schwarze Ärmelabschlüsse, schwarzer Kragenabschluss und diese vier Balken, die in der Mitte einfach so diesen Raum freilassen für das 1&1-Logo, obwohl die mittleren beiden Streifen etwas kürzer sind als die äußeren, finde ich nochmal richtig geil, hebt den Sponsor auch nochmal deutlich mehr hervor. Und in diesen schwarzen Streifen sind auch noch so kleine Blumenmuster eingearbeitet. Blumenmuster, ja, muss jeder selber wissen, aber mir gefällt das sehr, sehr gut. Und klar, das 1&1-Logo, das hätte natürlich noch in Blau und Weiß den Originalfarben gehört. Aber ja, auch noch, dass beim BVB die zwei Meistersterne, einer im Gelben, einer im Schwarzen ist und das Logo zur Hälfte schwarz und zur Hälfte gelb ist. Und hier der Puma vom Gelben ins Schwarze reinspringt. Das finde ich so kleine Details, die finde ich persönlich richtig klasse. Platz 5. Platz 4, Champions League Qualifikation für den FC Saarbrücken. Ja, da möchte man sicher wieder hin. Und letztes Jahr habe ich das Saarbrücken-Trikot überhaupt nicht gefühlt. Und ich muss sagen, vielleicht habe ich mal einfach meine Meinung geändert. Aber ich finde das Trikot dieses Jahr richtig, richtig schön. So viel hat sich ja gar nicht geändert. Aber diese Kleinigkeiten. Goldener Ärmelabschluss. Goldenes Adidas-Logo. Goldener Kragen. Hier oben im schwarzen die weißen Nike-Streifen und ansonsten einfach ein sehr, sehr schönes schwarz-dunkelblaues Trikot. Klar, der Sponsor, ja, geht vielleicht einfach von der Schriftart geiler, aber das ist halt der Sponsor, kann man nicht ändern. Und es sind einfach alle Clubfarben eingearbeitet mit diesem Gold. Ich finde das Trikot wirklich top. Auf geht's, Platz 3, SV Elversberg. Dieses Trikot ist auf Platz 3. Ja, es ist nicht übertrieben, es geht nicht irgendwie komplett die krasse Party drauf ab. Nee, gar nicht. Aber es ist einfach basic, aber mit diesem gewissen Touch. Erstmal, das Elversberg-Logo, das ist ja mal richtig schnieke. Einfach nur so verschnörkelt, oldschool, aber sehr, sehr simpel gehalten. Mit einem schwarzen Rand und drumherum noch ganz, ganz leicht was Goldenes. Und genau das ist auch auf dem Trikot drauf. Hier dieser schwarze Farbklecks, dann der Sponsor in schwarz in diesem Balken drin. Finde ich auch ganz gut, auch dieses Hülo, das stört überhaupt nicht. Und dann dieser goldene Bereich, auch dieser goldene Farbklecks, der etwas länger ist. Das gibt diesem Trikot Gold und Weiß und Schwarz, da hast du sowieso schon mal fast gewonnen. Das sieht einfach fast immer gut aus. Ansonsten eigentlich einfach nur ein Basic White Trikot. Oben Kragenabschluss in Schwarz, Ärmelabschluss in Schwarz und auch hier die Seiten. Aber Junge, hat mich wirklich abgeholt. Sehr, sehr schön. Vizemeister, Platz 2, ein Absteiger, aber zumindest beim Trikot-Ranking wieder massivst abgerissen, wie auch schon letztes Jahr, Dynamo Dresden. Umbro bei Dynamo Dresden, sehr, sehr guter Job. Allein schon die Grundfarbe von diesem Trikot, dieses Orange, das ist einfach so ein richtig geiles Orange. Und da kann man relativ viel machen damit. Und das haben sie auch gemacht. Erstens, ganz, ganz dünne Streifen rüber in so einem, ja, weiß nicht, ist das so ein hellgrau oder helles Schwarz, die man fast nicht sieht. Aber genau die geben diesem Trikot so diese gewisse Struktur. Die Ärmelabschlüsse, die sind ein echtes Meisterwerk. Einfach, ja, schwarz, dann wieder orange, dann schwarz, dann rot, dann wieder. Einfach alle Farben eingearbeitet. Und der Ärmelabschluss, der ist richtig, das ist ein ganz eigenes Kunstwerk. Hat man oben nicht gemacht, finde ich aber eine gute Entscheidung. Wenn man das hier oben bis nach vorne durchgezogen hätte, würde das, glaube ich, komisch aussehen. Das hat man daher nur im hinteren Bereich des Trikots und ja, einfach hier für einen einfärbigen Kragenabschluss entschieden. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ich könnte das Trikot wahrscheinlich jetzt noch 2 Stunden lang analysieren und 2 Stunden lang angucken. Ich finde es einfach gut. Platz 2.
Aber an einem Trikot gibt es meiner Meinung nach dieses Jahr kein Vorbeikommen. Und das ist das Trikot vom VfL Osnabrück. Und ja, ein violettes Trikot, das ist eigentlich recht schwierig. Aber erinnert mich so hart an das damalige violette dritte Trikot von Schalke mit Raoul noch. Dunkelviolett und dieses Hellviolett in der Kombination, das sieht richtig gut aus. Für mich ist dieses Trikot auf Platz 1 ganz, ganz knapp vor Dynamo Dresden. Und Freunde, wie versprochen, gucken wir uns jetzt noch ein Drittliga-Sondertrikot an und das ist das vom Halleschen FC. Das haben sie auf der Sommertour getragen und das ist für Frieden und Akzeptanz und man sieht es auch hier an diesem Adler, der da drauf ist. Respekt, Fairness, Akzeptanz, Vielfalt, Toleranz. Das ist einfach ein Zeichen für den Frieden, ein geiles Trikot und aktuell auch sehr, sehr passend und ja, wollte ich euch einfach nur mal zeigen. Gut, und das war's für heute. Wenn ihr noch einen Teil 2 sehen wollt mit den Auswärtstrikots, Daumen nach oben da lassen, hilft mir sehr und guckt auch gerne noch das Trikot-Ranking hier und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.